Wir haben seit 4 Wochen, ist bei uns, glaube ich, hat sich alles gegen uns verschwört. Ich will sie keine Verschwörungstheorie aufmachen, aber es gibt so Phasen im Fußball, wo einfach alles zusammenkommt. Ich meine, wir haben Verletzte, wir haben Kranke, wir haben mit Carina Wenning einen Kreuzbandriss vor 2 Tagen, unser Co-Trainer hat sich verletzt, hatten heute noch eine Verletzung beim Warm-up, führen 2-0. Ich glaube, Hoffenheim hat eine einzige Torschuss gehabt, da wurde der Ball über die Latte geschossen, 2 Meter. Ansonsten haben sie keine einzige Torschuss gehabt. Wir dominieren, denke ich, das Spiel relativ, sind gut in den Zweikämpfen, haben viel investiert ins Spiel, führen 2-0 und kriegen dann das 2-1, wo eine Freistoßvariante ist, wo du vielleicht aus 50, vielleicht 100 Mal probieren, einmal triffst. Und dann kurz vor Schluss nochmal eine Eckballvariante, wo, glaube ich, alles zusammenkam. Also, ja, bei uns, es ist wie verhext. Es ist verrückt. Also, ich meine, ich denke, es ist unverdient, dass ihr Hoffenheim den Punkt noch holt. Aber es ist Fußball. Nur mein Problem ist eben dabei, das ist ja nicht das erste Spiel bei uns. Wir haben jetzt, ich glaube, in den letzten 4 Spielen gegen Duisburg, gegen Sindelfingen, gegen Köln, jetzt gegen Hoffenheim, extrem viele Torschüsse liegen lassen. Da machen andere Mannschaften, glaube ich, insgesamt vielleicht 20 Tore. Ja, da haben wir in den Spielen, muss man mal nachrechnen, ich glaube, jetzt 3 Tore gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist unser Hauptproblem. Ja. Wenn wir unsere Chancen nutzen, wir hatten beim Stand von 2-1 2 überragende Konterchancen, sind vorm Torwart und machen den Ball nicht rein, dann kannst du so ein Spiel auch nicht mehr gewinnen. Und das geht bei uns halt leider schon zu lange. Wir melden jetzt nochmal, haben heute extrem viel investiert. Ich glaube, es war ein großer Kampf von unserer Seite. Wir hätten es verdient gehabt, aber man sieht eben, wie schwer es dann ist, auch in so einer schwierigen Phase dann sich da wieder raus zu befördern, raus zu kämpfen. Also erstmal ist es gut für uns, dass wir in die Winterpause kommen, definitiv. Ich meine, wir haben extrem viel versucht jetzt hier und haben, glaube ich, heute auch das auf dem Platz zeigen können. Aber es soll aktuell nicht sein. So gesehen, glaube ich, ist das Einzige, was uns momentan hilft. Es wird uns gut tun, Kopf frei kriegen. Ja, wir werden zwar neue Spielerinnen kriegen, werden allerdings auch 3 oder gar 4 verlieren. Ich hoffe, dass ein paar Verletzte irgendwann noch jemand zurückkommen, wobei das auch nicht gesichert ist. Also wir sind schon relativ geprügelt in der Saison, das muss man leider feststellen. Und nicht, dass wir damit gerechnet hätten, dass wir vorne mitspielen könnten. Das habe ich, glaube ich, immer klar auch, rübergebracht, dass wir noch nicht so weit sind. Aber keine Mannschaft dieser Welt, vor allem wir nicht mit unserem dünnen Kader, können so eine Situation dann mit so vielen Verletzten und Kranken auffangen. Und das zeigt sich aktuell. Das wird man die nächsten Wochen sehen, ja. Mal schauen, was sich da noch tut. Wir haben auch eine eigene Mannschaft, wo wir das ein bisschen stemmen können, wo wir auch aus der zweiten Mannschaft oder aus der Jugend vielleicht nochmal jemanden wieder zunehmen können. Weil in der Lage sind wir jetzt auch nicht, dass wir unglaublich, sag mal, einkaufen können. Und nee, es ist wieder eine extrem schwierige Phase für uns, wie wir es schon mal hatten, aber da gilt es halt auch wieder, sich rauszukämpfen und ja, das werden wir tun.